Hallo Leute, Feiermal Weekend mit Jenny. Jenny hat gestern bei uns übernachtet. Hihi. Und sie arbeitet noch an ihrem an ihrem Pommes-PC oder an ihrem Pommes-PC. Am Arbeiten. Homeoffice in not your home. Worauf ich mich so freue, Vorfreude, ihr wisst. Und das wollte ich halt schon immer machen, ja, schon immer machen. Und mein Freund und ich gehen jetzt gleich dahin. So, endlich angekommen und mitten im Wald. Mitten im Wald. Hier bin ich gefahren mit dem Auto. Voll komisch war das gerade. Naja, auf jeden Fall gehen wir schießen. Yeah, ich freue mich so sehr. Es geht 2 Stunden. 1 Stunde Einweisung und 1 Stunde Schießen. Ich bin super gespannt. Ich wollte das schon immer machen. Das ist mein Traum. Ich wollte auch so gerne in einen Schützenverein. Von daher... Ja, Disclaimer, ich möchte hier keine Werbung machen für Gewalt. Es geht hier nicht um Gewalt, es geht hier um den Sport. Und ja, ich freue mich. Das ist eine sogenannte Selbstladepistole, eine halbautomatische, sagt man dazu. Das ist eine tschechische CZ, 75 SP01 Shadow in diesem Fall. Ergebnisse anschauen, aber ich werde besser. Am Anfang war es ziemlich schlecht. Das andere war, du kommst immer noch ab und zu, du hast noch so ein bisschen hoch-tief wandern. Ja. Ja? Aber immerhin. Ich bin so ein Niemandsland. Bei dir ist es in Niemandsland, wobei es wurde besser, jetzt in der zweiten Serie. Okay. Da hat kein Dreck mehr gespritzt. Also Maulwurf hatte Frieden jetzt. Okay, so. Jetzt schieße ich mit dem Also Leute, wir sind wieder zurück und ich bin so durchgefroren. Oh mein Gott, ich wusste nicht, dass es nämlich draußen stattfindet. Ich dachte, es ist Indoor, das Schießen, aber nein, es war draußen und es war arschkalt und ich hatte nicht meine besten Sachen an, also meine wärmsten Sachen an. Zum Glück habe ich den Parker angehabt, aber jetzt will ich euch erstmal erzählen. Also, ich habe das so jetzt zum ersten Mal gemacht, also ich habe zum ersten Mal mit einer echten Waffe geschossen und mein Freund auch. Es ist ganz anders als erwartet, so richtig anders als erwartet. Es gibt so einen richtig krassen Rückstoß und gerade die Waffe, die ich als erstes bekommen habe, weil die ja die leichteste ist, ja, also die vom Gewicht her am leichtesten, sollte ich die als erstes halt ausprobieren, hat er gesagt, und die war am schlimmsten sogar, weil je leichter die Waffe, umso weniger Kontrolle hat man dann, also umso krasser ist irgendwie der Rückstoß, wenn sie schwerer ist, ne, packt ihr das besser. Und da ist richtig Feuer, also kein Wunder, dass es Feuerschusswaffe heißt. Ja, da ist wirklich Feuer dahinter, man sieht das auch. Und Ruß ist da, es fliegt dann rum und ich hatte es auch im Gesicht und so. Also es ist ganz anders als erwartet, wirklich. Da ist wirklich so ein Druck dahinter, die Waffe ist auch sehr schwer und das so zu halten war sehr schwer. Es gab mehrere Waffen, die anderen waren, also es waren unterschiedliche, die anderen waren angenehmer auf jeden Fall. Alle waren besser als die erste, die ich hatte. Und der Revolver war auch nochmal sehr speziell anders und das hat Spaß gemacht, fand ich. Zuerst hatte ich Angst vor dem Revolver, weil an den Seiten noch so ein bisschen Feuer rauskommt sozusagen. Aber das war nicht so schlimm. Ja, und dann die leeren Patronenhülsen, die bei der ersten Waffe, die ich hatte, was waren das jetzt nochmal? 9 mm, ne? Das sind 9 mm. Nach jedem Schuss fällt halt die leere Hülse so raus und dann fliegt die einem so richtig ins Gesicht manchmal. Manchmal, einmal ist mir fast im Mund gelandet, zum Glück nicht. Und deswegen hat man immer so eine Schutzbrille auf, weil es wirklich, also ist sehr oft gegen meine Augen geknallt sogar. Aber es hat schon Spaß gemacht. Ich habe mich verbessert. Zielscheibe da oder was konnte man mitnehmen? Ich war besser als mein Freund. Und er sagt jetzt, was hast du gesagt? Du willst... Er hat gesagt, er will nie wieder meine Waffe erhalten. Ich bin eingeschüchtert. Er ist eingeschüchtert davon, ja. Ist schon krass. Also es hat echt eine Wucht dahinter und
also es ist wirklich krasser als erwartet. Aber also mir hat es schon Spaß gemacht, vor allem weil ich dann auch ein Erfolgserlebnis hatte, weil ich immer besser wurde. Am Anfang war ich nicht so gut. Und da war einer, der hat auch noch nie geschossen. Und der hat sowas von krass gut geschossen. Unglaublich. Ja, ich glaube auch, dass er lügt. Kann ich sagen. Der hat wirklich sehr gut geschossen. War immer in diesem Bereich. Geht ja wohl nicht. Mein Freund hat eher so die Maulwürfe erschossen. Der hat nämlich immer in den Hügel, also der davor, nicht die Zielscheibe. Oder der Nachbarn. Genau. Oder das Ziel, die Zielscheibe des Nachbarn getroffen. Aber naja, es hat schon Spaß gemacht. Aber es war auch anstrengend. Vor allem auch durch die Kälte war das super anstrengend. Oh mein Gott, so arschkalt. So arschkalt. Hier ist es so schön mollig warm hier. Ja, das dazu, mein Erlebnis. Doch mal ganz kurz zu meinen Haaren. Aber nach dieser Kur, die ich gemacht habe letzte Woche, sind tatsächlich die Schuppen komplett weg. Gell? Ich habe ja gesagt, die waren halt noch da, weil das, was ich halt so am Haar verfangen hatte. Aber als ich mit dem Kratztest sozusagen, kamen keine Schuppen mehr raus. Es war echt gut. Also Öl, Kokosöl kann man immer empfehlen. Ist wirklich ganz toll für trockene Haut. Peaches mit dieser leeren Hülse spielen. Das hast du auch noch nie gesehen, gell? Dieser Weg dahin war übrigens so gruselig. Ich glaube, das war der gruseligste Weg, den ich je gesehen habe. Und danach, als wir dann raus waren, es war einfach so ein Waldweg, der aber links und rechts war nur ein Weg, ne? Wo man fährt mit dem Auto. Links und rechts waren Graben. Man kann also nicht wirklich so wenden oder ausweichen, wenn ein Gegenverkehr kommt. Dann weiß ich auch nicht, was man macht. Keine Ahnung, muss man rückwärts fahren oder so. Naja, dann rausgeschafft. Waren da so ein Filmteam, die haben auch gerade gefilmt. Wahrscheinlich machen die gerade einen Horrorfilm, weil das sah echt so gruselig aus. Ich ärgere mich ein bisschen, dass ich nicht gefilmt habe. Aber naja, stellt euch einfach vor, man sieht nichts. Es war einfach schwarz und dann Waldweg sozusagen. Hi, ich wollte mal dazu Feedback geben. Seht bitte den Teil, und zwar den Catrice Prime and Fine Professional Contouring Palette in der Farbe Ashy Radiance. Das wird mir empfohlen von euch. Ich hatte euch ja gefragt, welchen aschigeren Konturton bzw. Bronzer ihr mir empfehlen könnt, weil das dann besser passt als zu der Haarfarbe und so. Und erstmal vielen, vielen Dank für eure ganzen Tipps und so weiter. Sehr cool, ich habe mir auch sehr viel aufgeschrieben. Ich kam noch nicht zu einem DM, wo es nichts gab, aber Catrice gibt es ja immer und deswegen habe ich mir das halt mitgenommen. Moment. Sehr, sehr laut. Ja, wir spielen gerade VR-Brille wieder. Okay. Ich gehe mal ins Schlafzimmer. So. Oh, jetzt ist wieder voll unscharf. Moment. Ich muss einen ganz anderen Pinsel nehmen, als was ich sonst immer nehme, weil der war... Oh, das ist zu pudrig, gell? Das schwebt so richtig. Da kommt das ganz, ganz Puder wirbelt auf. Von der Farbe her, also ich habe es jetzt auch drauf. Man muss wirklich ganz wenig nehmen. Ich finde es ein bisschen rötlich, sage ich mal. Es geht aber, wenn ich es verblende, also wenn ich nur ganz wenig nehme und es dann verblende, ist es okay. Ich mag halt die Qualität nicht so sehr, weil sie sehr aufwirbelt, so vom sehr staubig, sage ich mal. Von Zoeva, der Luxe Face Definer, den nehme ich. Und zwar quetsche ich den dann einfach so und mache dann sowas hier. Ja, das wollte ich nur mal sagen. Das war's schon. Ich mische mir mein Müsli jetzt selbst und mache das dann hier alles rein. Weil es gab nichts, was mich interessiert hat. Und zwar nehme ich einmal hier die 5 Kornflocken, dann ein paar Cornflakes oder ein paar mehr Cornflakes. Aber davon nicht so viel, von diesem Dinkel gepufft, weil der ist auch gesüßt. Oder? Ja, honigsüß. Ein paar Chiasamen. Tada! Wir wollten uns eigentlich ein Brettspiel kaufen, wenn wir noch so einen Gutschein hatten. Haben uns aber dafür entschieden, weil ich das immer mal machen wollte. Kennt ihr diese Escape-Spiele? Also die gibt es ja in echt. Man kann so einen Raum mieten, beziehungsweise man geht in so einen Raum rein mit, ich weiß nicht, 2 bis 6 Personen oder sowas ist das. Und dann muss man anhand von verschiedenen Rätseln versuchen, den Raum zu öffnen oder aus dem Raum zu fliehen eben. Und das wollte ich eigentlich mal machen. Das gibt es hier bei uns in Frankfurt auch einige Stationen. Aber wir kamen noch nie dazu. Naja, jedenfalls gibt es das jetzt auch so als Spiel. 12,99 hat es gekostet. Exit, das Spiel, die verlassene Hütte. Es gab noch 2 andere. Hier steht halt, dieses Spiel kann nur einmal gespielt werden, denn ihr beschriftet, faltet und zerreißt das Material. Das ist halt blöd, ne? Danach kannst du es wegschmeißen, also nur einmal spielen. Muss man halt überlegen, wann man das macht. Mal sehen, ich filme es dann auch mal, wenn wir das dann machen. Oder ich snappe das, wenn es nicht am Wochenende ist oder so.
Jetzt werden wir es wahrscheinlich nicht spielen. Und dann wollte ich euch das noch zeigen. Das hatte ich mir bei DM gesehen. Vielleicht hattet ihr das auch bei Die Höhle der Löwen gesehen. Das sind diese Bataillon Ballett. So, Bataillon Ballett Strumpfhosen. Einmal 40 und einmal 80. Und das Besondere an denen ist, dass sie so super robust sind, dass sie keine Laufmaschen und so weiter machen. Wer es nicht gesehen hat, die Judith Williams ist da mit so einer Kratzbürste über die Strumpfhose gegangen und es ist nicht kaputt gegangen. Also es geht so ein bisschen kaputt, aber dann kann man es irgendwie auseinanderziehen und dann ist sie wieder wie ganz. Ich bin so gespannt darauf. Und ich brauchte sowieso Strumpfhosen, von daher war das perfekt gerade. Die kostet 14,90, also jeweils. Ist so... Ja, ist nicht keine billige Strumpfhose, aber wenn sie wirklich so robust ist, dann ist natürlich cool. Und an sich bin ich auch eher dafür, jetzt ein bisschen seit letztem Jahr auf mehr Qualität zu setzen, als so Billigstrumpfhosen 1000 Mal zu kaufen. Lieber eine gute und dann hat man seine Ruhe, ne? Ja, kann ich nur empfehlen, diese. Was hatte ich letztes Jahr? Falke. Falke hat echt gute Strumpfhosen. Okay, ich habe gerade mal mehr Licht gemacht. So sieht es aus, wenn man es öffnet. Püppchentruppe heißt das. Und bla bla bla, steht da alles immer drauf. Danke, wir freuen uns und so. Das finde ich süß. Ich liebe sowas. So, dann nochmal ganz schön mit Seidenpapier. Sieht sehr schön aus, auch mit Label innen drin. Ich will sie jetzt nicht auf Herz und Nieren testen, sozusagen, weil ich meine, ich habe sie jetzt gekauft, ne, so, um zu tragen. Jetzt nicht unbedingt, um zu testen, aber ich sag euch dann einfach mal im Verlauf der Zeit, ob sie dann gut gehalten hat und so weiter, weil, ja... Ich will jetzt nicht testen und sie zerstören, sondern wie gesagt, ich trage sie dann wirklich. Aber sehr schön, so vom Material her. Fühlt sich gut an, so weich. Und das war's auch mit dieser Woche, gell, Peach? Sag mal tschüss. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder, wenn ihr mögt. Ansonsten kommt jetzt natürlich ein bisschen von letzter Woche, falls ihr das verpasst habt. Und dann sehen wir uns nächste Woche. Bis dann.